Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu God of War 3. Oh yeah, wir befinden uns im Reich des Hades. Einmal mehr müssen wir nun schauen, wie wir hier lebend rauskommen. Und ich sehe hier schon wieder zwei Wege, einmal hier und einmal hier. Die Frage ist, welchen gehe ich jetzt zuerst? Da drüben sehe ich Gegner. Ich gehe jetzt einfach mal da lang. Ich weiß es nicht, was klüger ist. Ich lasse die Truhe jetzt auch hier definitiv noch. Oh, das sieht irgendwie so... Das sieht irgendwie so aus, als würde es hier nachher weitergehen. Gebe ich zu. Das bedeutet, wir gehen doch erst nochmal auf die andere Seite. Sehr schön. Und los. Ah ja, ich bin es wie gesagt nicht gewohnt, dass ich... Oh, wie geil es aussieht mit der guten Grafik, gell? Auch das ganze Blut und die Kampfanimation, die sehen fantastisch aus. Und hier wirst du das erste Mal mit... Orbs überschüttet, na das kann ja nicht schaden, wobei überschüttet würde ich das nicht nennen. Ein paar Orbs kriegt man da mir aber auch nicht. Das sind gerade mal 15 Orbs in diesen Dingern, das ist ja nix. Ab 4000 kann ich was verbessern, ich bitte euch. So, aber diese Hades-Statue, die ist doch für irgendwas gut, oder? Oder kann ich hier einfach reingehen? Irgendwas ist doch hier komisch. Du willst mir doch nicht sagen, dass hier einfach so... Das steht einfach nur da, oder was? Man kam jetzt hier nur rüber für ein paar Gegner und Orbs. Irgendwie will ich das nicht so ganz glauben, muss ich sagen. Aber gut, ich habe jetzt gerade keine andere Wahl. Außer das zu glauben. Und hier weiterzugehen. Ich sehe, da können wir irgendwo uns langhangeln. Aber hier wird doch jetzt gleich irgendwas passieren, oder? Oh, wir sitzen quasi vor ihm. Du kommst zurück, Spartana. Hast du mich vermisst? Nein. Spartas Armee. Oh, unser erster Zauber. Eine schützende von so Schilden und Speeren wird errichtet, welche die Gegner zurücktreibt. Aha. Die Verbannungsklingen werden durch die Nächste. Yo! Mit war denn das? Du die Geister deiner verbannten Spartaner-Brüder herbeirufen. Okay, also so richtig schön wie in 300, wie man es halt so kennt aus den Filmen auch. Das heißt, wenn die dich mal einkreisen, zack, kannst du dich schützen und gleichzeitig natürlich noch ordentlich Schaden machen, wenn dann die Gegner in deiner Nähe stehen. Aber für den Moment ist es vor allem für die Verteidigung recht geil. Das ist eigentlich auch ein Angriff. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber was ich noch nicht getestet habe, war das hier. Das hier, das ist nämlich der neue Kampfgriff, wie man ihn nennt. Den habe ich bisher noch nicht gezeigt. Das wollte ich jetzt noch die Chance nutzen. So, das war es auch schon wieder. Das war jetzt nicht wirklich wild. So, und genau da soll ich mich jetzt nämlich rüberhangeln. Wie gern lausche ich deinem Schmerz. Halt die Fresse, Hades. So, also das ist unser erster Zauber. Ich denke mal, hier können wir noch nicht lang, ne? Hier können wir rein gar nichts machen. Oh, warte, dort stand irgendwas gerade. Zeuge verschwendet im Pfad, dann durchkommen ist derzeit unmöglich. Derzeit. Okay, es ist nämlich so, ich habe mich da ein bisschen informiert. Es ist diesmal so, dass du nicht mehr verschiedene Zauber hast, sondern es geht jetzt pro Waffe. Das heißt, sobald ich meine... Verbannungsklingen aktiviert habe, habe ich die Möglichkeit, die Armee von Sparta an meine Seite zu holen. Ansonsten weiß ich natürlich nicht, wie das dann mit den anderen Zaubern, mit den anderen auch selbstverständlich Waffen sein wird. So, ich schnapp mir die einfach mit hier mit meiner... Ah! Ah, nein, 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 nein! Okay, gut, der ist weg. Passt. Ich bin absolut skrupellos, ganz klar. Noch einer von euch. Und ihr seid einfach nur lästig. Wie sieht's aus mit einem schweren Angriff? Nice, wird draufhauen. Oh, jetzt wollen sie mich aber schon wieder kriegen. Das kann ich nicht zulassen, tut mir leid. So, jetzt ist aber hier Ruhe, bitte. Ach komm, leck euch am Arsch. Der kann von mir aus auf den Boden kommen, aber keine Lust, mich da jetzt mit denen rumzuschlagen. So, wie sieht's hier aus? Brauche ich Energie? Eigentlich jetzt gerade nicht. Ach, warte mal, das ist. Ach, das ist Magie, das Blaue. Ach, da kommt er wirklich. Na dann. Mach es gut.
So. So, was können wir hier machen? Notiz einer gequälten Seele. Diese erdrückende Dunkelheit ist kein Ort für eine zarte Blume. Heute werde ich mich Hades anschließen müssen. Doch ich schwöre beim Morgen, ich werde diesen widerlichen Ort mit mir verlassen. Nichts wird mich von dir fernhalten, geliebte Persephone. Okay. Er musste sich Hades anschließen, um hier rauszukommen, quasi. Achso, das sind diese... Hey Mann, warte mal, schau mal, das ist richtig blau. Was ist denn das? Das sieht irgendwie nicht richtig blau aus für Magie. Oh, das ist ja ganz neu. Das ist jetzt Orbs mit ein bisschen Magie. Also die Dinger vermischen sich jetzt scheinbar auch. Das ist ja eigentlich eine ganz nette Idee, ne? Kommen wir jetzt mal wieder grün. Dann nehmen wir nämlich ein bisschen, das bisschen Energie noch mit. So, und wir gehen mal weiter. So, einfach ohne zu gucken gleich runterspringen. Selbstverständlich noch die Orbtruhe mitnehmen. Komm, wenn du es mit zwei Händen machen willst, wird es doch viel schneller gehen gerade, oder? So, hier ein paar Orbs, ein bisschen was kaputt machen. So, jetzt erstmal aufdrücken. Natürlich ist da sofort jemand. Oh mein Gott. Eine Medusa und was für eine fette WTF, was hat sie vor? Hä? WTF, ich habe da null mit gerechnet gerade, dass ich von der gerade einfach so erdrückt werde quasi. Naja, du wirst bestimmt nicht so schnell down gehen, ne? Oh oh, oh oh. Oh oh. Okay, gerade noch befreien können. Auch wieder viel zu schnell, wie ich da gerade versteinert wurde, meines Erachtens. Hatte kaum Chance, mich zu bewegen. So, jetzt ist aber gut mit dir. Oh, das ist jetzt neu. Früher musste man nämlich immer mit dem Analogstick arbeiten. Jetzt musst du sie... Oh ja, richtig schön den Kopf abschneiden. Yep. Und jetzt habe ich eine Gorgonenhaupt. Das Abtrennen von Gorgonenköpfen bringt mehr Magie-Orbs und verständet Gegner in der Nähe. Okay. Also ich kann jetzt... Nein, diesmal nicht. Oh ja, oh ja. Das heißt, ich kann jetzt Gorgonenköpfe quasi sammeln. Das ist eigentlich ja nicht unpraktisch, ne? Dann lohnt sich's wenigstens gegen die... Also gegen die Medusen zu kämpfen. Oh, da bist du ja gleich schon im Arsch. Na, komm her. Oh, dich wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Schön, wie auch das ganze Blut an Kratos kleben bleibt. So. Jetzt komm her. Und bitte. Zack. Und die nächste Enthauptung. Sehr schön. Also es gibt Magie-Orbs und ein bisschen normale Orbs. Achso, die wurden alle hier gerade versteinert. Achso, ich hab die versteinert. In dem Moment. Das ist natürlich auch praktisch. So, zerreiß dich doch einfach. Was soll denn der Geiz? So, das müsste es gewesen sein, oder? Jawohl. Den Teil hätten wir jetzt erst einmal geschafft. Lach nicht so blöd, Hades. Sondern komm einfach. Und stell dich mir. Ich bringe euch eh alle um. Dann brauche ich nicht hier so lange rum. Gurken. So, da fliege ich jetzt erst einmal rüber. Keine Ahnung, was da unten auf mich wartet. So, Magie brauche ich nicht. Ist schon voll. So, jetzt hier wieder irgendwelche Dorngestrüppe. Und da komme ich ja nicht vorbei, wie wir wissen. Das bedeutet, wir gehen erstmal den anderen Weg. So. Also der Untergrundbereich gefällt mir deutlich besser als alle anderen davor. Also in... 1 und 2, der ist deutlich cooler gemacht. Ach, wen haben wir denn da hinten? Bist du Cerberus? Mini-Cerberus? Guten Tag. Wow, aua, hey, aua. Ach was, ich wette, Cerberus wird uns helfen, die Dornbüsche niederzubrennen. Vielleicht dürfen wir ja auf ihm reiten. Das wäre natürlich auch witzig. Ja, wer bist denn du? Hallo? Oh, tot, okay. Das ging auch schnell. So, ihr habt da oben schon irgendwas gesehen. Dass ich da lang kann. Oh. Ich habe genug gelitten. Ha, da ist er. Hades, verdammte mich zu diesen ewigen Qualen. Mein flammender Kerker. Doch jetzt bist du hier und kannst mich befreien. Ich habe nur noch meinen Bogen. Bitte, befreie mich und... Er ist dein.
Pyrethos will uns seinen Bogen anbieten, dafür, dass wir ihn befreien. Hau einfach mal drauf, erstmal draufhauen. Ja gut, ich würde sagen, für einen Bogen kann man das schon mal machen. Halt mir die Flammen vom Leib! Hä? Ja, ich hatte jetzt nicht vor... Die Götter hatten recht, dich zu verfluchen. Was ist sein Problem? Oh, den Göttern sagen. Muss ich da jetzt ganz schnell rüberfliegen oder wie sieht das aus? Wenn du mich in Brand setzt, kann ich dir nicht helfen. Ja, 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 ja. Dieser Topf enthält Zweige, die leicht entzündlich sind. Ich gehe mal davon aus, dass ich dich jetzt da erstmal runterschubsen muss. So, was mache ich jetzt mit dir? Ich würde sagen, dich... Ich muss den jetzt einfach nur... anzünden und dann darüber schieben, ne? Und bitte. Nein, funktioniert das nicht? Ach so, klar. Ja, ja, das muss Cerberus, der Höllenhund, da hinten machen. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Wahrscheinlich muss man dann richtig schön Gas geben. Das heißt, wir machen das gleich mal so. Na, naja, in den anderen Teilen konntest du es aber ein bisschen weiter schieben, Kratos. Oh, krieg ich das dann da überhaupt wieder hoch? Ah, das sieht nach normalen Treppen aus, okay. Merci. Ach, und ich soll jetzt nach oben fliegen? Ah, ich verstehe. Okay, ich weiß schon, was man jetzt machen muss. Man hat nicht sehr viel Zeit. Das heißt, wir müssen erstmal das da drüben aktivieren. Dann sehr schnell rüberfliegen. Was machst du da? Genau. Mal sehen, ob das hinhaut. Komm, 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 komm. Das ist kein Spiel, Spartaner. Na komm schon. Oh, hä? Wo ist das Problem? Na also, geht doch. Haben wir doch alles richtig hingekriegt. Was machst du da? Ah, wir haben mal eben den Höllenhund befreit. So, und ich würde sagen, den locke ich jetzt erstmal darüber. Naja. Ja, ja, komm mal her. Nö. Mach ich nicht. Du sollst mir jetzt hier schön die Dornen in Brand setzen. Und bestimmt auch bei den, anderen. Wo ist er denn jetzt? Hallo. Was denn jetzt? Du sollst mir folgen. Komm. Hundi, komm her. Ja, fein. Der dreht wieder um, Idiot. Mein Leben darf noch nicht enden. Okay. Dann hau ich eben drauf, denn ich hab Spaß. Wenn du mir nicht einfach folgen willst, dann muss ich dich umbringen. Keine Ahnung, ob das mir was bringt. Aber wird schon irgendwas nützen, wenn ich jetzt angreife, weil erfolgen tut er mir ja ganz offensichtlich nicht. Aha, so, und jetzt. Was machst du da? Oh, das war der falsche Knopf. Ja, ich wusste es. Wir werden auf ihn reiten. Ist das geil. Boah, ist das geil. Ich wusste es. Genau das wollte ich haben. Übelst geil. Boah, ist das lecker. Einfach mal alles zerstören. Hahaha. Na, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? So, hä? Wie sieht's aus mit euch? Wir sind einfach nur mächtig. So, und jetzt würde ich sagen, ist das an der Zeit. Tja, Entschuldigung. Oh, und jetzt noch schön die Köpfe ab. Holy shit.
Okay, na wichtig ist, dass wir den Bogen kriegen. Der Feuerbogen. Ah, jetzt können wir das Gestrüpp sowieso einfach wegmachen. Der einst Gott Apollo gehörte. Geil. Du besitzt nun den Bogen des Apollo. Seine Feuerpfeile sorgen für feine Wege. Okay, das ist so eine Art, ja, das füllt sich sehr immer wieder auf, das heißt, wir haben ihn quasi, also die ganze Zeit, nicht so wie in den anderen Teilen, verkohlt. Es ist nicht so malerlastig, sondern hat eine ganz eigene Leiste. Mit roten Orbs können sie ihre Waffen verbessern, ja, das weiß ich ja schon. Die Frage ist allerdings, wie kann ich, das ist ja nicht automatisch Feuerpfeile, oder? Es ist automatisch, jedes Mal, wenn ich... Schau mal, da hinten kann ich irgendwas machen. Genau, da ist noch irgendwas. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Nein, einfache Schüsse reichen nicht. Das dachte ich mir schon. Verdammt, ich habe jetzt, glaube ich, total verpasst, wie ich das anzünde. Kann es sein? Ich muss auch erst einmal das Ding dann darüber schieben. Oh, das geht jetzt nicht mehr. Ich habe mir das schon fast gedacht, dass es die Treppen nicht mehr hochkriegt. Naja, aber es sollte ja an sich gehen. Dass ich da trotzdem noch irgendwie rankomme, aber... Wie mache ich daraus jetzt einen Feuerschuss? Irgendwas habe ich verpasst. Irgendwas habe ich verpasst. Ich habe irgendeine Taste, glaube ich, jetzt nicht gesehen. Kann das sein? Ja, ansonsten... Ein Feuerpfeil, der keinen Feuerbogen dann schießt. Aber jetzt schaue ich mir das erstmal an. Das sind die Verbannungsdingen. Das ist sowieso klar. Und dann gibt es noch den Bogen des Apollo. Den könnte ich sogar direkt verbessern. Hier sehen wir im Übrigen. Sehr schöner Bogen. Und dann, ja, die Verbannungsklinge. Das sind die einzigen beiden Sachen. Und die Magie, die wir gelernt haben. Also, das hier. Das hat, ist nichts zum Verbessern. Jetzt weiß ich trotzdem nicht, wie ich hier das Feuerding mache. Ha! Aber wisst ihr, was super praktisch ist? Wenn man Let's Player ist und man sich einfach sein eigenes Video ganz kurz anguckt, um dann zu wissen, was man machen muss. Man muss gedrückt halten. Und dann kommt der Feuerball. Also nicht kurz und schnell, das sind normale Schüsse. Wenn wir gedrückt halten und dann schießen, dann ist es der Feuerpfeil. Sehr cool, gut zu wissen. Vielen Dank an mein eigenes Video quasi. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass ich da jetzt noch irgendwie rankomme. Das muss ja irgendwie gehen. Jetzt weiß ich nicht genau, wo ich es am besten hinschiebe. Ich würde sagen, ich stelle mich da jetzt einfach mal, lass mich bis ganz nach oben. Das muss definitiv langen. Jawohl. Und dann gibt es für mich nochmal ein paar Orbs. Und wer ist da? Wer bist du? Keine Ahnung. Du bist einfach so ein Typ, der hier rumhockt und weint. Kleiner Emo halt. So, bei Phönixfedern ist es genauso. Man braucht nur noch 3 statt 6. Ich lasse den jetzt einfach am Leben. Weil, interessiert mich ja nicht. Und wir nehmen noch die Energie mit. So, komm, dreh um. Sehr schön. Aha, jetzt ist natürlich die Frage, können wir jetzt direkt den ganz großen Busch wegmachen oder sollen wir erst noch darüber den kleinen? Ich mache einfach mal das hier. Ah, sehr schön. Da ist ein Speicherpunkt, das heißt, hier geht es offiziell wohl weiter. Hätte eigentlich schwören können, dass es auf der anderen Seite weitergeht. Aber dann gehen wir erst noch diesen Weg entlang. Vielleicht ist es am Ende sogar nur eine Abkürzung. Man weiß es nicht. Ihr erfahrt es auf jeden Fall im nächsten Part von God of War 3.